fragst dich sicher, worum es in diesem Video geht. Es geht nämlich nicht nur um diesen einen Carporn. Nein, es gibt zwei krasse Videos in diesem einem Video vereint. Lasst uns eine kleine Zeitreise ins Jahr 2019 machen. Wir wollten ein Tesla-Image-Video drehen. Mein damaliger Social-Media-Manager, der Yannick, holte den YouTuber Jonah Plank zu uns. Wir drehten mit dem Tesla von Owe, damals hatte ich nämlich noch keinen eigenen, dieses Image-Video und das werde ich euch hier gleich kurz einspielen. Der Jonah war nun wieder hier und zwar im Juni 2021, diesmal aber in eigener Sache. Wir führten auch ein Interview, wo ihr gleich einen Ausschnitt von sehen werdet. Wundert euch aber nicht, denn es wird im Comic-Style erscheinen. Das volle Interview wird es dann zu einem anderen Zeitpunkt hier auf meinem Kanal geben. Selbstverständlich ohne Comic-Style, ist schon klar. Der Jonah war nun eine Woche bei mir. Darum bat ich ihn, ein Carporn von meinem roten Model S, The Flash, zu drehen. Ich sagte ihm, dass viele Leute darauf warten. Ich aber von ihm es gedreht und geschnitten haben wollte, weil er kriegt es halt besser hin wie ich. Das ist schon klar. Der jetzige Carporn von The Flash ist für mich der Beweis, dass Jonah und Felix ihren Job mit dem Herzen machen. So wie meine Mitarbeiter und ich es tun. Darum passte es auch so gut. Ich möchte dich bitten, dieses Video zu Ende zu schauen, denn es stecken viele, viele Tage Arbeit drin und es wird wirklich tolle Szenen geben. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Wir haben uns vor drei Jahren kennengelernt, oder etwas über drei Jahren kennengelernt und jetzt seid ihr wieder hier und das finde ich total super. Deswegen herzlich willkommen bei der Firma Jürs GmbH. Schön, dass ich da sein darf. Ja, für die Zuschauer, die es nicht wissen, der Yannick, mein damaliger Social Media Manager, hat die Idee gehabt, lass uns mal ein geiles Intro-Video, Intro sei ich schon, Tesla-Video, Image-Film, also ein ganz kurzes Image-Film. Wie lang war der? Ich glaube so 2 Minuten, 1,5 Minuten. Ja, war ziemlich knackig. Ja, kurz, knackig, aber total emotional, mega gut gemacht. Und ja, und dann hat er gesagt, der Jonah Plank, der ist derjenige, der das machen soll. Und ja, zack, warst du 1,5 Monate später hier in Lübeck und wir haben zusammen gedreht. Genau, wir hatten da so einen kleinen Imagefilm für eure Werkstatt hier, beziehungsweise für den ganzen Hof gedreht. Ja. Und das war auch der Einstieg für mich in die Tesla-Welt, also in die richtige, also Tesla kannte ich schon, aber so, dass ich mir vorstellen konnte, über Tesla auch Videos zu machen tatsächlich. Cool, deswegen freue ich mich auch so doll, dass wir hier sind und dass wir wieder zueinander getroffen haben, weil jetzt schließt sich der Kreis. Man sagt immer, es kommt auf die inneren Werte an. Doch wer kümmert sich um den Rest? Da ist so viel mehr. Formen wie geschwungene Linien, Ecken und Kanten, Farben, glänzend oder matt. Doch am Ende zählt der Gesamteindruck. Kleinste Unregelmäßigkeiten können das Bild stören. Was wäre, wenn es einen Ort gäbe, der alles vereint? Einen Ort, der so viel Schönheit bietet, dass die inneren Werte in Vergessenheit geraten. Der Weg ist da. Man muss ihn nur gehen. Man fährt keinen Tesla. Man erlebt einen Tesla. Deswegen wird er auch nicht ersetzt, sondern erhalten. Dafür gibt es uns. Fachgerechte Reparaturen nach Herstellervorgaben. Schnellstmögliche Umsetzung. Unsere Leidenschaft für Ihr Fahrzeug wird Sie genauso beeindrucken wie unser schönes Lübeck. Powered by Firma Jürs. Leidenschaft trifft auf Präzision. Und Jonah in seinem Vollelement. Akkuwechsel. Oh, das ist aber wieder eine geile Kulisse hier, ne? Ja. Dann kann ich sie ein bisschen leichter zufallen lassen. Dann
3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Jürs GmbH, der Kollisionsspezialist. Und liebe Freunde, heute behind the scenes, es ist soweit, endlich. Es gibt ein Carporn von meinem fertigen Model S. Jetzt fragt ihr sicherlich, warum hat das eigentlich so lange gedauert? Das kann ich euch aber ganz genau sagen. Wir sind die Spezialisten Karosserie, Lack, Lackierung, Dämmung, alles was damit zusammenhängt. Aber nicht im Drehen von Videos. Das mache ich hobbymäßig. Und ich mache es auch total gerne. Und ich liebe meinen YouTube-Channel und ich liebe meine Abonnenten. Aber ich kann natürlich nicht so professionell drehen, wie das ein professioneller YouTuber kann. Wie zum Beispiel ein Felix Barr und wie ein Jonah Plank. Nach dem Intro erzähle ich euch noch eine Kleinigkeit und dann geht's los. Genau, es geht los. Vor uns ein Auto von Next Move, ein e-tron. Weil die beiden Autos von Jonah und von Felix bei mir in der Werkstatt sind und wir sind jetzt, heute ist Donnerstag, es ist jetzt 17.14 Uhr und heute endlich, am 24.06.2021 gibt es den Carporn. Viele, viele haben schon immer gefragt, hey Micha, was ist denn los, warum dauert das Ganze so lange? Ja, das dauert so lange, weil ich natürlich wusste, dass die kommen und ich wollte einen professionellen Carporn, einen wirklich richtig emotionalen, coolen, wo man ein bisschen was von Lübeck sieht, wo man eine geile Location hat. Und das alles habe ich geplant. Oh, jetzt musst du kurz hier aufpassen. Habe ich natürlich geplant mit den beiden, weil das sind die Profis und ich kann alles, meine Mitarbeiter mit Karosserie, Lack und so, und die können natürlich geile Videos drehen. Und deswegen heute Carporn. Und jetzt gibt es auch endlich das Video dazu. Und das, ich drehe so ein bisschen nebenher, wo ich gesagt habe, okay, komm, wir machen mal so ein bisschen hinter den Kulissen. Ich denke mal, das ist ganz interessant für euch. Viel Spaß beim Schauen. Ich liebe mein Model S, weil Glanz einfach sexy ist. Aber auch matt kann hervorragend aussehen. Diese Farbe allerdings, der Mazda-Ton 46V, ein Dreischichter, sieht je nach Lichteinfall chanciert der Lack. Und das finde ich so schön. Scheint da eine Leuchtstoffröhre rauf oder eine Laterne, hast du Lichteinfall durch die Sonne, Licht und Schatten, lässt diese Farbe einfach aufleben und in verschiedenen Tönen erstrahlen. Das finde ich einfach cool. Ich versuche das mal einzufangen. Seht ihr die Leuchtstoffröhre vorne und hinten ist es dunkel und schon sieht der Lack ganz anders aus. Genau deswegen habe ich das hier im Bereich. Ja, ist geil, ne? Das ist so mega. Felix und mit Jonah läuft es gut hier in der coolen Altstadtkulisse. Gerade am Carporn drehen.
Das war der Carporn von dem Jonah, für mich aufgenommen und selbstverständlich so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, meine lieben Abonnenten, Freunde und Follower. Das war ein aufregender Tag für uns, ein langer Tag vor allen Dingen, aber es hat mega viel Spaß gebracht. Und am liebsten würde ich dem Jonah überreden, auch von meinem Grauen, von den Mr. Grey Caravan, auch einen Carporn zu drehen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen, wenn dir dieses oder auch die anderen Videos gefallen haben. Daumen hoch und Kommentare sind wie immer gerne gesehen. Das wisst ihr ja. Toll, dass du bis hierhin zu Ende geguckt hast. Bleibt gesund, habt eine unfallfreie Zeit, fahrt viel mehr und ich wünsche euch was. Haut rein, meine Lieben. Haut rein. Ciao, ciao.